Oh, können die leise campen? Ich wollte gerade sagen, was muss man denn auf dem Campingplatz so rumschreien? Einfach nicht. Vielleicht führt der Fluss auch manchmal Wasser. Na, jetzt gerade nicht. Ich sehe keinen Weg. Hier rechts nicht. So, wir sind erstmal raus aus dem Fluss. Wir haben das Flussbett überlebt. Guten Morgen, wir sind erwacht. Es war eine relativ kalte Nacht, aber jetzt scheint dafür richtig schön die Sonne. Vielleicht seht ihr das auch. Ich entschuldige mich für vielleicht gar keine Frisur, weil ich habe den Müllsack vor den Spiegel gebaut. Auf jeden Fall war es eine ruhige Nacht. Also für mich war es nicht so ruhig, weil sobald ich irgendwie ein Geräusch am Bus höre, und das war in dem Fall das Wassertropfen vom Jetpack aufs Dach mal wieder, kann ich nicht so gut schlafen. Aber ansonsten war nicht so viel los. Der eine hier Spanier, der noch mit hier steht, hat heute Nacht nochmal umgeparkt. Wahrscheinlich stand der zu schräg oder so, weiß ich nicht. Und wir dachten, es kam eigentlich noch einer. Aber jetzt früh sind es nach wie vor nur wie drei Camper sozusagen. Und der eine steht halt jetzt tatsächlich andersrum als gestern Abend. Also ist keiner dazugekommen. Und wir werden jetzt Frühstück machen. Also ich glaube, Philipp hat das Kaffeewasser draußen schon angesetzt. Ist jetzt hier runtergegangen, weil hier unten, ihr seht das noch gar nicht, na, hier unten ist ein Haus mit Duschen und Toiletten. Und Philipp kontrolliert jetzt mal, ob die offen sind und sowas. Und wie die so sind. Genau. Wir haben hier kein Netz, gar kein Netz. Ich glaube, wir haben gestern Abend, fällt mir auch gerade ein, vergessen, gute Nacht zu sagen. Auf jeden Fall haben wir hier kein Handynetz mit keiner SIM-Karte, weder mit der spanischen noch mit unseren zwei deutschen SIM-Karten, was eigentlich auch ziemlich cool ist, weil hier ist halt echt schöne Natur und so. Und du musst ja nicht immer irgendwie aufs Handy gucken. Und klar, du machst mit dem Handy Fotos und so weiter, ne? Aber du bist halt absolut nicht erreichbar für niemanden. Und das finde ich richtig cool hier an dem Schlafplatz. Hiermit übergebe ich an meinen Außendienstkollegen. Wasser kocht. Also unser erstes Lebenszeichen von heute kommt von einem... Wir sind in Los Cloticos, heißt das, glaube ich. Hier oben ist ein Spielplatz. Es ist im Schatten so kalt, in der Sonne aber angenehm, aber die Sonne ist leider nur da drüben. Genau, hier ist der Spielplatz. Da ist eine kleine Quelle. Und
Und ja, hier stand Los Clóticos. Ja, und da unten, ach, da ist ein Campingplatz oder was, weil ich glaube, da unten sind Wohnmobile und man hört voll viele Leute sprechen. Ja, genau, da vorne ist so ein Eingang in ein, weiß ich nicht, was ist das für ein Eingang? Was ist das? Aber wegen der Mineralien oder so, vielleicht. Weiß ich nicht. Also, hier steht es. Was weiß ich. ja, wir können ja mal hier vorne noch gucken, was es da noch so gibt. Hier unten sind auf jeden Fall Picknickbänke. Und hier dürfte... Okay. Ist aber auch gerade erst aufgewacht. Also hier gibt es, denke ich mal, so Toiletten. Stand zumindest da. Und so eine Kochstelle, wo man außerhalb einer bestimmten Saison sozusagen auch kochen kann. Ah, hier sind Toiletten. Naja, wenn nicht Waldbrandstufe ist oder so, kannst du hier wohl scheinbar mit offenem Feuer kochen. Und dann klappst du diesen Rost da runter. Ist halt, die Sache ist halt, ich finde das ein bisschen unhygienisch, so wie es hier aussieht. Aber die Idee ist cool. Ja, du brauchst eine Riesenpfanne, guck mal. Und hier kannst du dann im, hier kannst du auch nochmal Feuer in der Ecke machen und im Trocknen sitzen. Und hier unten ist der Campingplatz. Hier darfst du eben nicht campen, da stand das, glaube ich, vorne auf dem Schild. Ach krass, weil bei Park for Night war das voll eingezeichnet und da stand halt, dass echt? Es so schön das ist. Ja, ja. Als Schild verboten, Caravan und alle Arten von so. Ja, weil ja hier ein Campingplatz ist. Ja, eben. Aber bei Park for Night war der halt eingezeichnet, also als Picknickplatz, aber auch, dass halt da Leute auch schon über Nacht gestanden haben. Weil hier ist kein Gewässer, hier ist ein Loch oder sowas. Oder ein Schwimmbecken, keine Ahnung. Was für ein Schwimmbad zum Ah, ich sehe. Doch kein Bach? Doch, vielleicht. Boah, können die leise campen? Ich wollte gerade sagen, was muss man denn auf dem Campingplatz so rumschreien? Boah, wir machen alle zusammen mit. Also, Lost Place Schwimmbad. Warte, ich mache ein Foto und dann für einen Videotitel. Entdeckung gemacht, was ihr vor uns seht oder was ihr
seht ihr Philipp mit unserer Grubenlampe checken, ob hier überhaupt noch ein Weg weitergeht. Wir sind immer noch auf Nachtsafari. Wir haben jetzt aber einen, eine Sehenswürdigkeit oder ein Naturspektakel. Das heißt Naturspektakel, halt was Schönes in der Natur zum Angucken, wo wir das einfach... Stimmt nicht bescheuert uns. Nee, du hast gefilmt. Ja. Das ist nett von dir. Das ist ein ausgetrocknetes Flussbett. Und, wo ist der Weg? Auf dem Fluss. Ich sag, oh, wer macht denn hier das Ding verkehrt? Aber du siehst dort einen Weg. Ja, Weg ist gut, es ist schon mal jemand gefahren. Okay. Das ist so dieser Marokko-Effekt, was die erzählt haben. Ah. Was wollte ich sagen? Mit Schwung durch, auf jeden Fall, weil hier ist Sand. Fein. Um dann da hochzukommen. Feiner Sand, ja. Auf jeden Fall, wo wir einfach hoffen, dass wir da... einen Baum gepflanzt. Oder ist das ein Stuhl? Wir hoffen, dass wir dann dort einen Wanderparkplatz finden, auf den wir uns stellen können, um dort zu schlafen. Wo geht es jetzt weiter? Na, immer den Reifensprung. Ich finde das jetzt nicht so lustig. Du nicht? Ich finde das nicht gut. Aber ich finde den Busch gut. Aber auf Asphalt wieder geschafft. Oh.
wollte jetzt einfach nur sagen, dass wir euch eigentlich ja nochmal Bescheid sagen wollten, wenn wir unseren Schlafplatz haben, und wir zeigen euch den morgen früh wirklich. Wir geben uns ganz große Mühe. Genau. Und der Karl spielt hier mit einem leeren Kanister. Wir gehen jetzt ins Bett. Es ist eine Stunde vor Mitternacht. Wir werden Mitternacht verschlafen. Hier ist es eine echt ruhige Ecke. Wir sind in einem Ort, aber das erklären wir euch alles morgen, weil ich bin gleich erfroren, wie das hier mit dem Parkplatz und so funktioniert, weil das ist ein Wohnmobilparkplatz, aber erklären wir morgen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ihr habt, schaut das Video eh erst Wochen später, aber wir hoffen, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Wir rutschen jetzt ins Bett. Und ja, sehen uns morgen wieder im neuen Jahr.